Ja, hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video. Wie man sieht, stehe ich hier wieder in der kalten Werkstatt, deswegen auch die Jacke. Wir machen heute weiter mit der Spur-N-Anlage. Was da passiert ist, zeige ich euch jetzt, beziehungsweise wir bauen ein bisschen weiter. Und dann zeige ich euch noch, welche Änderungen bzw. Planungsänderungen es gegeben hat und den vorerst finalen Gleisplan. Also viel Spaß mit dem Video, dranbleiben, los geht's. Ja, wir fangen wie immer an. Und zwar mit dem Ergebnis des letzten Livestreams. Und das war, wir haben hier die Korktrassen geklebt. Die sind auch kerzengerade geworden durch das Aufwalzen. Also das wird später wohl kein Problem sein, wenn die Gleise drauf kommen. Trotzdem werden wir das nochmal kontrollieren. Ja, und jetzt, was machen wir? Wir trennen die ganze Geschichte, schnappen uns das linke Modul und beginnen es Lücken zu stopfen. Das ist mal das Erste, damit wir uns ans Gelände ausgestalten machen können. Und dann zeige ich euch den Gleisplan. Aber jetzt zuallererst kümmern wir uns um dieses Modul. So, man sieht jetzt, ich habe jetzt hier eine Bodenfläche aufgearbeitet. Das hintere Stück, das hier hinkommt, das hatten wir ja noch. Das setzen wir jetzt gleich mal drauf. Und als nächstes kümmern wir uns hier um die dementsprechenden Mauerplatten. Wie weit ich die gehen lasse, das weiß ich noch nicht. Aber mal gucken, das ist das, was wir jetzt als nächstes machen. So, wir haben jetzt das Modul eigentlich komplett geschlossen. Ja? Jetzt wird sich aber, das wird sich gleich im Gleisplan zeigen, da noch ein bisschen was verändern. Das heißt, ich werde jetzt die nächsten Livestreams hier hinten noch gar nichts machen. Maximal werde ich hier an der Gleistrasse etwas arbeiten, aber Fokus liegt wahrscheinlich hier auf dem Bereich und auch hier muss man mal gucken wegen dem Übergang. Aber dazu später mehr. So, jetzt geht es erstmal darum, wie weit man hier die Mauer gestaltet. Ja, denn das Ganze ist aufgrund der Modulkante oder Anlagenkante hier gar nicht anders möglich. Also ich muss hier im Prinzip eine Mauer gestalten. Das wird hier festgeklebt. Ja, vorher schön Mauerstruktur eingewalzt. Ja, und dann bemalt. Zumindest an der Stelle. Und jetzt ist aber hier, ich möchte nicht zu viel Mauer. Ich habe erst überlegt, vielleicht ein Modul 1,20 Meter Mauer ist eigentlich noch nicht zu viel. Aber ich bin immer so mauerlastig. Ich stehe halt einfach auf Mauerwerk. Deshalb werde ich wahrscheinlich hier irgendwo eine Böschung nochmal ansetzen. Und habe mir hier dann nochmal so ein Teil geschnitten, um zumindest etwas von dieser Mauerhöhe wegnehmen zu können und dann später hier noch Pflanzung anzusetzen, weil auf dem nächsten Modul, und zwar hier, wird es die Unterführung geben. Ja, diese Fahrradunterführung. Übrigens danke für die tolle Idee, das hat mir gut gefallen. Und wird er dann praktisch hier rauskommen. Und was da dann an der Anlage passiert ist, zeige ich euch aber auch gleich auf dem Gleisplan. Ja, aber das ist so das, was jetzt passiert ist. Das Schneiden hat ganz schön lange gedauert. Vor allem habe ich Probleme gehabt, hier die Böschung im richtigen Winkel zu schneiden. Naja, Übung macht den Meister. Und als nächstes kommt die Fleißarbeit hier mit der Mauerstruktur. Dann muss ich mir hier über diesen sehr, sehr schmalen Anlagenteil, ja, gegebenenfalls mit oder ohne Böschung, das sei jetzt mal dahingestellt, also die könnte auch wegbleiben, muss ich mir eben Gedanken machen, was wir jetzt hier mal ausgestalten. Man muss natürlich auch gar nichts machen. Man kann hier einfach nur Wiese machen und Mauer. Auch das geht und eine ganz kleine Szene. Da ist viel möglich. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr da so für Ideen habt. Würde mich interessieren. So. Und jetzt habe ich euch lange genug auf die Folter gespannt. Jetzt würde ich sagen, gehen wir mal rüber an den PC, schauen uns den Gleisplan an und dann verrate ich euch, wie diese Anlage zum Schluss dann aussehen wird. Also bis gleich.
Gut, hier sieht man also den finalen Gleisplan. Wer sich hier auskennt, der erkennt vielleicht schon das eine oder andere Detail. Wir befinden uns zurzeit hier auf. Ja, wir befinden uns zurzeit auf diesem Modul. Das ist das, was wir bearbeitet haben. Also um genau zu sein, diese Stelle hier. Das ist das, was wir jetzt gemacht haben. Und dazu kommt eben das Modul daneben. Mehr ist aktuell noch nicht passiert. So, jetzt möchten wir natürlich aber die Möglichkeit von einem Schattenbahnhof. Da stellt sich jetzt noch die Frage, Wendel oder dahinter. Wenn man natürlich den Schattenbahnhof dahinter machen will, hätte es zwei Vorteile. Man könnte sich den Wendel sparen. Die andere wäre mit 75, die Anlage, nicht die Anlage. Die Anlage wäre mit 75 cm doch noch relativ schmal und man hätte eben in der Mitte hier nochmal zwei Module, bei der man Landschaftsgestaltung machen könnte, was halt geil wäre für mich. Ne? Das ist ja so, dass man hätte eben nochmal mehr Möglichkeiten und könnte das ein oder andere doch ein bisschen mehr ausgestalten. So, und dazu kommt links hier ein zusätzliches großes Modul von 1,30 Meter auf 75 und das soll eine Brücke beinhalten, wie man hier schön sieht. Ne? Jetzt gucken wir uns das Ganze mal in der 3D-Ansicht an. Ich habe da versucht, ein bisschen ja, das Ganze darzustellen. Hat nicht wunderbar funktioniert, aber vielleicht ein klein wenig. Man kann zumindest die Brücke hier erkennen und was da passieren soll. Und so, jetzt gehen wir mal ein Stück rein. Hier ungefähr wird die Unterführung durchgehen. Diese Mauer hier müsst ihr euch wegdenken. Das ist eigentlich nur das Loch in der Anlage. Das war die ganze Zeit zumindest ein Loch. Jetzt ist es aus irgendeinem Grund erhöht. Wahrscheinlich, weil ich wieder rumgespielt habe. Naja, gut. Das mit dem 3D-Gelände da, das liegt mir dann nicht so. Naja, seht ihr ja. Ne? Aber man kann erahnen, worauf es raus soll. Also eine schöne Paradestrecke mit noch einer Brücke. Und ja, wir haben gesagt, nur auf einer Seite ein Tunnelportal. Das wird auch so sein. Also, dann haben wir hier einen Schattenbahnhof mit 6 Gleisen. Ja. Das heißt, wir haben die Möglichkeit zu wechseln, durchzufahren, jede Menge abzustellen. Und bemessen ist das Ganze auf den ICE 4 zwölfteilig. Das heißt, wir kommen auf eine Gesamtanlagenbreite von ungefähr 4,10 Meter, 4,20 Meter, vielleicht auch nur 4 Meter. Das wird sich dann zeigen. Der Plan ist jetzt so von der Modulaufteilung noch nicht final. Schön wäre es natürlich, wenn ich mit 1,20 Meter auf dem linken Modul hier auskommen würde. Das wäre einfach besser, weil dann müsste ich kein extra Holz kaufen, sondern könnte ich Standardplatten auch verwenden. Genau. So, das zum Gleisplan. Ja, also wir befinden uns jetzt aktuell hier. Das ist das, was wir machen. Und das Schöne ist, ich kann jetzt einfach Kästchen bauen und ranstückeln. Und wenn man hier nochmal ein bisschen näher ranguckt, sieht man auch, dass das so eingeteilt ist, dass ich keine Weiche irgendwie auf dem Modulübergang habe. Ich meine, geht ja eh nicht, das ist ja logisch. Aber hier hätte ich ein Modul mit relativ vielen Weichen, das gleiche hier nochmal und ansonsten ist alles recht überschaubar, sollte schnell zu bauen sein. Ja, aber der große Vorteil hier halt, wir haben viel, viel mehr Möglichkeiten der Landschaftsausgestaltung. Also ich finde es ganz spannend. Zum Abschluss nochmal in die 3D-Ansicht. Sagt mir mal eure Meinung, was ihr davon haltet. Vielleicht habt ihr noch Tipps, Ideen, Anregungen, Kritik. Raus damit. Haut es mir in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall interessieren, was ihr sagt. Wie gesagt, soll eine Art Schauanlage sein, um einfach Züge, Neuheiten zu präsentieren. Und die einzige Option wäre noch ein Wendel, um die eben noch ein bisschen schmaler zu machen, zumindest hier in der Mitte. Klar, dass man an den Rändern außen, allein durch den Radius von mindestens 300, eben eine gewisse Breite braucht und die entspricht eben 75 bis ungefähr 80 cm. So, das war's zum heutigen Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns wieder, wenn es da drüben weitergeht. Bis dahin, bleibt mir treu und vor allem Corona-frei und gesund. Mehr wünsche ich euch eigentlich nicht. Also macht's gut und wir sehen uns im nächsten Livestream jetzt am Wochenende. Dann wird gehobelt, geschnitzt, geschrubbt und vielleicht flext man auch mal wieder. Aber kommt drauf an, wie spät es ist. Also nicht vor 22 Uhr. Da wird erst geflext, sonst macht das Ganze gar keinen Spaß. Macht's gut, euer Bim. Und ciao.